Benoit Knutsch, stellvertretender Gesamtkommandant von Ebersbach. Hier befinden wir uns im Teilort Bünzwangen von Ebersbach. Passiert ist, dass hier ein landwirtschaftliches Anwesen gebrannt hat, Unterstellschuppen für landwirtschaftliche Geräte. Beim ersten Eintreffen hat der gesamte Bereich schon gebrannt. Ja, unterschiedlichste Maschinen, älteren und jüngeren Bauarts und Stroh wurde auch geladen. Akut am Anfang durch extremen Funkenflug und starke Rauchentwicklung, aber da das Nachtzeit ist, sind die Fenster meistens geschlossen. Von daher also von der direkten Nachbarschaft keine gefährdende Rauch da. Ja, es waren von Ebersbach, die Teilorte Ebersbach, Bünzwangen, Roswalden vor Ort und zur Unterstützung die Nachbarwehr Uhingen mit der Dreileiter. Ich bin ein Teil auf den Einsatz.